Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich war mal wieder ein bisschen auf YouTube unterwegs und bin da auf ein super, super cooles Video gestoßen, nämlich wie würde es aussehen, wenn es einen Among Us Modus in Brawl Stars geben würde. Und ich würde sagen, Leute, das Video schauen wir uns heute auf jeden Fall mal gemeinsam an. Schaut auch gerne beim Originalvideo vorbei, ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt. Aber dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum herum, fangen wir direkt an mit dem Video. Okay, Leute, wie ihr schon seht, Bratu-Art. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Ja, könnt auch gerne bei mir ein Abo da lassen, ihr wisst. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Brawl Stars und Among Us. Und er drückt auf beides gleichzeitig drauf. Okay, was passiert da? Oh, da hat es wohl hier einen kleinen Crosscode gegeben. Da haben sich die beiden ein bisschen vermischt. Und jetzt sehen wir hier die Brawl Stars Battle Arena Showdown in dem Raumschiff, das hier rumfliegt. Okay. Aha, da haben wir unseren ersten Charakter. Und es ist Spike! Hey, was geht, Spike? Und Spike fixt ein bisschen Kabel. Hey, wen hat er denn da gesehen? Wird da Spike von hinten geholt oder was ist da los? Jean? Ist Jean der Imposter? Nobody knows. Okay, Jean zieht auf jeden Fall sein Messer und möchte jetzt hier Rosa töten. Nein, Rosa. Rip Rosa. Und Rosa macht hier schön irgendwas, aber irgendwie komisch. LOL. Was? Rosa kann einfach ihre Ult benutzen in Among Us? Oh man. Jean kann Rosa nicht töten. F auf jeden Fall an Jean. Dann wird er wahrscheinlich gleich rausgevotet. Oh, da ist der Jean traurig, weil er weiß, es ist gleich zu Ende. Rosa ihn verpetzen wird und dann wird er rausgevotet. Rosa ist mein Name. Und sie werden Freunde und was? Hä? Uff. Oh lol, der andere Imposter ist Leon und er hat gerade Rosa getötet. Rip Rosa auf jeden Fall. Oh man, und Jean ist traurig. Ah ja, Jean hat auf jeden Fall sein Teammate verpetzt und es musste Leon leider raus. Rip Leon. Der ist richtig aggressiv, weil er rausgevotet wurde. Und Spike macht hier seine nächste Task und wird ein bisschen durchgescannt. Können. Da haben wir auf jeden Fall wieder Jean in den Poster. Nani! Peace. Okay. Da hat der Spike einfach das Genick gebrochen. Oh Mann. Alter, Spike ist böse. Ich meine, Jean ist böse. Lol. Pum, einfach weggekickt, was? Okay, jetzt wurde er erkannt. Kann es sein? Da kommt jemand. Wer auch immer das ist. Blau. Ach, ein Ventschacht. Okay, nice. Da springt er in den Vent. Was? Er steckt einfach fest. Lol. Okay. Kommt er wieder raus. Aber alle laufen über ihn drüber. Na, nicht drüber gelaufen. Oh, da gehen die. Ah, RIP. Da war auch Peach gerade am Start. Tasks sind completed. Und lol. Jean steckt immer noch fest. Was? Okay. Nein, das ist vorbei, da hat Jean verloren. LOL, mega nice Animation, meine Freunde. Aber es gibt noch eine zweite Animation, die schauen wir uns jetzt auch noch gemeinsam an. Nämlich die hier von Gummimation. Die ist ein bisschen, ja, hier oben sehen wir es nochmal, Gummimation. Und es gibt die beiden Impostern, Amber und Leon. Okay, wir sind hier auf jeden Fall im Emergency Room. Und da haben wir hier Spike, der macht hier seine Task und richtet so ein bisschen Satelliten aus. Und da kommt Amber, oh, Amber. Was ist denn da passiert? Da ist der arme Spike wohl tot. Nani hat die Leiche gefunden und da ist Leon. Ist Leon? Ja, Leon ist der zweite Imposter, oder? Oh, Leon hat reported. Oh nein, da wird Nani gerade rausgevotet. Oh nein, Nani, RIP Nani. Es voten sie alle gegen Nani. Oh, es wird Nani rausgeworfen. Wie schlimm ist denn? Tschüss, Nani. Oh nein, der kleine Roboter bleibt übrig und hat Nani nicht mehr. Nein. Oh Mann. Das war's mit Nani. Nani war's noch der Imposter, ja. Untouchable. Alter, Leon. Junge, schmeißt das Ding auch noch mit raus. Was ist denn da los? Voll der Assi.
Gizzy macht Kabel. Bling, bling. Also sie verhände, die schweben einfach in der Luft. Nice. Und da ist Leon. Was macht denn... Herr Junge, was hat er für Zähne? Er hat einfach sie unsichtbar gemacht. Nice. Okay. Okay, wir haben hier Danger, Danger Reaktor. Kinita. Macht die auf jeden Fall die Quest. Und der zweite fehlt. Nein, ihr Arm ist zu kurz. Nein, war's das schon? Amber ist am Start. Und Amber täuscht vor, dass sie nicht Imposter ist. Was ist da los? Amber, Amber, so nicht. Okay. Nita und Amber sind jetzt Freunde. Das, meine Freunde, nennt sich Backsteppen. Als Freund zu tun und dann jemanden töten. Das ist richtig, richtig asozial, meine Freunde. Oh Mann. F. Nita. Ach stimmt, Leon und Nita sind ja Geschwister und Emma hat einfach Nita umgebracht. Nein, jetzt ist Leon bestimmt ziemlich sauer. Oder traurig. Okay, jetzt wird Emma wohl rausgewordet. Lol. Amber was rejected. Ah, lol, nice. Das nennt sich auch Backstabbing. Und Leon ist ganz außer sich. Und Leon left the game? Was? Leon ist einfach geliebt. Der hätte gewinnen können. Oh Mann. Da hat Bali wohl gewonnen, weil Leon geliebt ist. Nice auf jeden Fall. Okay Leute, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt doch gerne auch in die Kommentare, ob ihr es cool finden würdet, wenn es ein kleines Crossover zwischen Among Us und Brawl Stars geben würde. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr davon halten würdet, wenn die Games was zusammen machen würden. Aber dann würde ich sagen, Leute, wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Haut rein und tschüss.